Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, herrscht bei mir das ärgste Chaos. Wie in meinem letzten Video erzählt, ziehe ich aus. Nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern ich ziehe aus. Ich habe meinen Mietvertrag gekündigt. Es kommt auch heute eine Freundin vorbei, die sich die Wohnung anschaut. Und dafür muss die Wohnung auch schön sein. Also das ist die Aufgabe des Tages. Und ich dachte mir, ich filme das einfach mal mit. Weil ich persönlich liebe diese Sims-Szenen, wo man einfach nur im Schnellablauf sieht, wie man eine Wohnung aufräumt. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so schön anzuschauen. Ja, machen wir das mal. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück und zwar einen großen Green Smoothie und ein Brot mit, oh, das ist so gut, das ist diese Nuss-Nougat-Kokoscreme, vegan, und es ist einfach nur ein Traum, ein absoluter Traum. Dadurch, dass ich gestern von meinem Urlaub nach Hause gekommen bin, habe ich extrem viele E-Mails. Und ich glaube, bevor ich jetzt mit dem Aufräumen beginne, werde ich mich 30 Minuten meinen E-Mails widmen und einen Timer einstellen und einfach so viele Mails wie möglich beantworten. Let's go! Jetzt dann doch 2 Stunden, die ich gearbeitet habe. Ich glaube, ich werde jetzt mal Musik aufdrehen und anfangen, meine Wohnung aufzuräumen, weil die Alina kommt in, also eine Freundin von mir eben, kommt in 3 Stunden. Da muss es alles passen. Mein absolutes Lieblingslied momentan. Ich werde es euch unten verlinken. Also ich zeige euch mal den Stand der Dinge. Bett ist gemacht. Schreibtisch schaut okay aus, muss ich noch ein bisschen was machen. Und hier liegt einfach mega viel Kleidung, weil mein Freund, der eigentlich ausgezogen ist aus Wien, hat immer noch voll viel Zeug hier und es passt einfach nicht alles in den Kasten. Und hier ist halt ein bisschen ein Chaos. Also das sind Dinge, die ich beim Flohmarkt nicht verkauft habe. Einerseits, weil ich sie spenden wollte, andererseits, weil sie nicht gekauft wurden und ich sie jetzt noch online versuche zu verkaufen. Also das Ganze muss ich durchschauen. Und Badezimmer ist ganz okay, hier liegt auch ein bisschen was. Und Wäsche muss ich machen. Die ist gerade fertig, damit werde ich gleich mal anfangen. Guten Morgen. Es sind, ich glaube, 3 Wochen vergangen, seit ich das letzte Video gefilmt habe. Und ja, meine Wohnung ist wieder ein Saustall. Ich kann wieder aufräumen. Und es hat sich einiges getan. Deswegen dachte ich mir, ich filme jetzt einfach dieses Video weiter und update euch ein bisschen. Oh, gestern waren die Nationalratswahlen und ich habe ernsthaft von Politik geträumt. Ich habe keine Ahnung mehr was. Jetzt bin ich aufgewacht, ein bisschen spät. Ich habe zum ersten Mal seit Wochen mal länger geschlafen. Ich schlafe normalerweise immer nur so bis 6:30 oder 7, weil ich halt immer wieder morgens entweder mit der Ellie rausgehe oder arbeite und nicht so lange schlafen kann. Aber heute habe ich bis 8:45 geschlafen, 8:30. Das war sehr, sehr schön, obwohl Montag ist. Und ja, jetzt gehe ich mich mal duschen und gehe dann mit der Ellie kurz raus. Eine kurze Runde, weil wir gehen später in den Prater eine lange Runde. Und die E-Mails kommen schon rein. Oh. Okay. Ellie, willst du auch geduscht werden? Weil ich immer wieder Fragen zu meinen Haaren bekomme, so föhne ich sie. Nur das Problem ist, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Föhn ist nicht stark genug, weil ich föhne sie und sie sind zwar schön, aber die Haare halten halt nicht so. Also sie sind nicht so schön glatt, sage ich jetzt mal, wie wenn sie mit einem sehr heißen Föhn geföhnt werden würden. Gehen wir jetzt eine Runde. Gehen wir jetzt spazieren. Riechen es gut, die Haare? Wir gehen jetzt mal eine kleine Runde spazieren. So, das habe ich heute an. Ziemlich
simpel. Irgendwie war ich halt sehr unkreativ. Und zwar trage ich das Basic Black Tee von Slow Label. Ihr seht es jetzt nicht, ich zeige es euch dann gleich im Detail. Die Jacke ist nicht nachhaltig, die ist, habe ich vor ein paar Jahren bei Madewell gekauft. Die Tasche ist von Matt & Net. Ich sage jetzt mal relativ nachhaltig, aber jedenfalls vegan. Die Hose ist von Levi's, findet man aber auch in sehr vielen Secondhand-Stores. Und die Schuhe sind von Veja. So spricht man es, glaube ich, aus. Und ich gehe jetzt mit Ellie los, weil die ist schon ungeduldig. Ich merke gerade, dass ich heute noch keinen Schluck Wasser getrunken habe. Ich bin urdurstig und jetzt bin ich in der Hundezone, aber wurscht. Viele meinen ja immer, man soll in der Hundezone immer hundertprozentig beim Hund sein, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sie herumlaufen kann und das erkunden kann, ohne dass ich ständig bei ihr bin und prüfe, was sie tut und ja, also ich glaube, das mag sie auch sehr gerne. Ich sitze dann oft am Handy und arbeite. Ich kommuniziere nämlich mit meinem Management, die meine Kooperationen und so managen, über Trello hauptsächlich. Das ist so eine App, wo man ganz gut so Projekte planen kann. Und jetzt gerade bin ich dabei, einiges zu beantworten, was sie mir geschrieben haben heute früh. Und ja, Dinge vorzubereiten. Und es trifft sich ganz gut, das draußen zu machen, während sie herumläuft und Vögel jagt. Sie schüttelt sich beim Spazierengehen mindestens 20 Mal. Danke mal. Sie ist so brav. Sie lässt sich immer so brav anleinen. Geh mal. Achtung. Ich war gerade beim Billa einkaufen und so begrüßen wir uns immer. Sie muss sitzen, bis sie brav ist und dann gibt sie eine kurze Streicheleinheit, gell? Sehr brav. Sie stinkt schon so, ich habe schon, glaube ich, 2,5 Monate nicht geduscht. Und sie war inzwischen auch bei der Hundesitterin, wo auch ganz viele andere Hunde sind. Deswegen bist du ein kleiner Stinkibär. Wir müssen nicht duschen. Scott kommt heute Abend und er wird mir helfen, weil alleine schaffe ich es nicht. Sie zuckt so aus in der Badewanne, wenn ich sie dusche. Ich kann sie auffressen, sie ist so süß. Das ist mein Blick, wenn ich etwas süß finde. Schaut nicht so schön aus, oder? So, jetzt gibt es mal schnell ein Frühstück. Es ist nämlich schon Mittag eigentlich. Und die Eva kommt um 2 zum Mittagessen. Aber bis dahin packe ich es nicht. Und ich habe gleich ein Meeting, Telefonmeeting. Deswegen muss ich ganz schnell was zaubern. Haben wir gerade beim Essen das neue Video von unserem Sitter Colon angeschaut. Die Leonie ist verlobt, voll schön. Ich habe das zwar nicht so ganz mitverfolgt, aber ich weiß, dass ihr Freund Franzose ist. Und finde ich voll süß. Ja, also herzlichen Glückwunsch, Leonie. So, das Meeting war ganz gut. Es war wegen dem Slow Label, also nicht Blog- oder Instagram-related. Ich habe gesagt, ich zeige euch das Foto, das Shirt näher. Es kommt auch gerade die Sonne. Und zwar ist hier so sehr unsichtbar in schwarz eingestickt Basic Black Tee und ich trage es jeden Tag, weil es ist einfach das perfekte T-Shirt, es ist ein bisschen länger, es geht so ein bisschen weiter runter und der Kragen ist voll schön und ja, ich mag es voll gerne. Es ist auch nicht zu lang, also man kann es auch voll easy einstricken und das haben wir in schwarz und in weiß. Jetzt muss ich mich gerade so ärgern. Oh. Und zwar habe ich in letzter Zeit immer dieses Pech mit potenziellen Kooperationspartnern, denen ich eine kostenlose Kooperation anbiete, weil ich ihre Dienste brauche für gewisse Dinge. Und die mich dann so lang hinhalten, bis es dann schon fast zu spät ist. Und dann sagen sie in letzter Minute ab. Und das ist so ärgerlich. Das Problem ist, wenn die dann so kurzfristig absagen und dann nicht mehr viel Zeit bleibt für gewisse Dinge, dann ist es ärgerlich und das ist mir jetzt gerade passiert. Aber ja, kann man nichts machen, ist ärgerlich und jetzt werde ich einfach ein bisschen weiterarbeiten, weil die Eva dann kommt. Und mein Mittagsdate. Hallo. Mahlzeit. Es gibt einen leckeren Salat mit Kichererbsen, rote Beete, Dille, Avocado, Spinat, alle möglichen. Und dazu ein Josefbrot und du hast da einen Weckerl von deiner Mama und einen Hummus.
sind gerade wieder in der Hundezone, auch mit der Eva. Und die plaudert gerade, telefoniert gerade. Eigentlich wollten wir gemeinsam arbeiten und Fotos machen, aber wir haben dann so viel geredet, wie immer, weil wir sehen uns dann doch nur alle paar Monate und haben dann so viel zu quatschen, dass wir fast nichts weitergebracht haben. Das heißt, ich werde heute am Abend noch viel arbeiten müssen. Aber wurscht, solche Tage muss es auch geben. Die Eva überlegt sich gerade, ob sie diesen verschollenen Roller da nimmt. Naja, go for it. Er hat keinen Akku. Oh shit. So, wir haben uns jetzt wieder von der Eva verabschiedet. Und ich glaube, ich werde mich jetzt auf die Couch setzen und ein paar E-Mails beantworten. Hier, da, da. Ja, du kennen, da warst du. Hier, gib Platz. Au, Platz. Auf YouTube nach diesem Video, oder gibt es einige Videos mit Geräuschen, die bei Hunden dieses Kopfneigen hervorrufen. Ja, procrastinating. Aber ich habe das noch nie bei Ellie geschafft. Sie hat noch nie, sie hat erst einmal so geschaut, erst einmal. Und ich glaube, das war, weil sie eine Sirene gehört hat. Aber bei sonst jeder Sirene macht sie das nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will, dass mein Hund den Kopf auf die Seite neigt. Machen wir das, Ellie? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ich google das jetzt. Los geht's. Okay, das ist so komisch. Sie neigt ihn nicht wirklich zur Seite. Geräusche, die Hunde zum Jaulen bringen. Sie versteht die Welt nicht mehr. Ich habe jetzt diese leckeren Kichererbsen gemacht. Das sind einfach Kichererbsen mit Sojasauce, Gewürzen und ein bisschen Öl. So lecker. So, nach einer langen Flugverspätung ist er jetzt endlich hier und wir essen jetzt ein leckeres Curry, das ich gemacht habe. Und die Ellie ist schon bereit zum Schlafen, die liegt schon im Bett. So, ich habe den ganzen Vormittag bisschen an der Kollektion für nächstes Jahr gearbeitet von Slow Label. Da gibt es einige Schnitte, die ich gerade ein bisschen reviewed habe und abgestimmt habe mit der Produktion. Voll spannend. Ich freue mich so sehr. Wir haben jetzt auch ein Datum festgelegt, wann ich die Sachen anprobieren werde zum ersten Mal, weil jetzt gerade sind sie voll in der Schnittentwicklung und wahrscheinlich Mitte November werde ich die Sachen zum ersten Mal anprobieren und auf das freue ich mich schon so sehr. Jetzt gibt es mal Mittagessen. Ich habe das Curry und den Salat von gestern aufgewärmt. Also den Salat nicht aufgewärmt, das Curry schon. Und das Gott macht sich gerade seinen eigenen Salat, weil er hasst Salat vom Vortag. Ich mag es voll gern, wenn das lang im Dressing liegt. Ich finde, das schmeckt irgendwie lecker. Schaut nicht so appetitlich aus, aber das ist der rote Beete-Salat von gestern mit ein bisschen Quinoa noch drinnen. Und hier ist mein leckeres Curry von gestern. Das Gute an dem Curry ist, dass der Kürbis so zerkocht ist, dass das Curry, die Soße an sich, so eine Art Creme-Kürbissoße ist. Also es schmeckt wirklich lecker. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Event von Susanne Kaufmann im Ritz-Carlton in Wien. Das ist, glaube ich, das erste Blog-Event, auf dem ich bin seit Ewigkeiten. Ich war schon lange nicht mehr bei einem. Und danach werde ich meinen Gutschein einlösen für Le Crochet, weil ich habe das von meiner Schwester bekommen zum Geburtstag vor eineinhalb Jahren und kann mir da einen Topf aussuchen und ich freue mich voll, weil wir haben gestern erst wieder Curry gemacht und es ist alles angebrannt an meinem Topf. Ich hoffe, dass diese hier besser sind und ich habe sehr viel Gutes gehört. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich meinen Gutschein einlösen kann. So, jetzt, wo ich meinen Kameramann wieder habe, zeige ich euch ein schönes Outfit today. Oh mein Gott, mein Hund. Und zwar, die Hose ist leider nicht fertig, ist vom Topshop.
Das Top ist auch nicht fair, aber das habe ich schon seit einigen Jahren und habe es wirklich, glaube ich, schon 50 Mal getragen. Das ist von Zara, aber es ist ein ganz normales Basic-T-Shirt. Die Jacke, also der Blazer, ist von Armed Angels, der ist nachhaltig. Die Tasche und die Schuhe sind beide vegan. Die Schuhe sind von Veja. Ist das richtig? Veja? Veja. Und die Tasche ist von Denise Rowohl. Genau. Und jetzt ziehe ich meine Jacke aus, weil es ist so verdammt heiß. That's the only reason I put the jacket on. And cut. Es hat einfach 24 Grad. In Berlin regnet es die ganze Woche schon. Also ich bin froh, dass wir zumindest hier sind, weil ich habe nichts gegen einen Sommertag. So, wir wurden jetzt ganz spontan, weil dieses Event im Ritz-Carlton stattgefunden hat, wurden wir ganz spontan eingeladen zum Abendessen. Also mein Freund und ich. Und deswegen haben wir uns jetzt gerade rausgeputzt. Ich gehe halt eigentlich nie irgendwie so nett essen in Wien oder generell. Und dadurch, dass es jetzt unsere zwei letzten Wochen sind, haben wir gesagt, okay, wir wollen Wien mal von einer anderen Seite sehen. Und dadurch, dass Wien ja auch so als diese klassische Stadt bekannt ist, sind wir jetzt voll happy, dass wir das Restaurant im Ritz-Carlton testen dürfen. Mein Outfit of the Day, das Top ist von M-Kollektion. Also Miriam aus Deutschland, die macht das. Und die Hose ist Victoria Louise von der Vicky Heiler, die Bloggerin aus Wien. Und meine Schuhe sind Secondhand. Und mein Schmuck ist von Anna. Und keine Ahnung, welche Tasche ich anziehen werde, aber wir müssen jetzt schon los. Und die Ellie bleibt zum ersten Mal abends allein zu Hause. Ich habe einen Brief für meine Nachbarn geschrieben, den werde ich auf der Tür aufhängen. Und hoffentlich ist sie nicht zu laut. Hier sitzt Ellie. Nein. 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 Nein